Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen coolen Unboxing-Video von mir für euch. Heute am Start der oder die oder das iSeeker 4K Dashcam für Automobile. Okay, ihr könnt das Ding natürlich auch woanders anschließen, das muss nicht unbedingt in ein Auto. Das kann genauso auch im Prinzip an euer Fahrrad oder in eurer Hand oder wo auch immer getragen werden. Nur der Fokus ist natürlich, eine Dashcam ist vorne am Fahrzeug anzubringen, denn sie bringt viele Features mit, die wir nämlich genau auf diesen Weg nämlich nutzen möchten. Die ist also vorne an der Scheibe von innen mit einem Saugkraftfalter anzubringen. Strom kommt aus dem Zigarettenanzünder und dann kann er Dinge loslegen. Aufgenommen wird in MicroSD-Karte. 4K-Aufnahmen sind möglich mit 30 Frames. 30 Frames reicht, 1080p, 60 Frames. Das ist natürlich flüssiger, das heißt also, wir können wählen, lieber hochauflösender, dafür etwas ruckliger, aber 30 Frames ist schon flüssig, oder etwas weniger auflösend, sprich 1080p, was aber auch schon HD natürlich ist, mit 60 Frames, sehr flüssig. Es ist also eine Autokamera mit super Nachtsicht und WDR. Ich weiß jetzt nicht, ob das der öffentliche Rundfunk gemeint ist. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, das heißt Wide Dynamic Range oder so. Wir haben aber tolle Features wie eine Notfallaufzeichnung. Das heißt also, wenn unser Fahrzeug irgendwo rumchillt und dann eine G-Kraft auf die Kamera einwirkt, indem zum Beispiel ein Auto uns hinten reinfährt, an die Seite fährt, vorne rein, einer tritt ins Auto, ein Elefant legt sich aufs Auto etc. Durch diese G-Kräfte, also die Beschleunigung, die diese Kamera dann bemerkt, wird automatisch eine Aufnahme gestartet. Das ist sinnvoll, denn dadurch kann man oft den Unfallhergang auch noch etwas wieder herleiten, was geschehen ist. Das heißt also auch für die Behörden ist das sinnvoll, dann das denen zu zeigen, vor allen Dingen zur Entlastung. Und Parküberwachung, sehr sinnvoll, denn wenn jetzt euer Fahrzeug irgendwo rumchillt und irgendwas passiert mit eurem Auto, dann habt, also jetzt nicht, dass es komplett geklaut wird, sondern irgendwas passiert, da fährt einer rein, zack, dann wisst ihr schon mal, wer es war, auch wenn dieser eventuell Fahrerflucht begangen hat. Sehr sinnvoll und sehr cool, denn 4K Ultra-HD-Auflösung und 3 Zoll innovatives IPS-Display. Es ist nämlich ausgestattet mit fortschrittlichsten Sensoren und einer großen Blende von Aperture 1.8. Die ID 400 Dashcam liefert helle und klare Videoqualität. Dabei handelt es sich jedoch nicht nur um eine spezielle Nachtsichtgeräte, natürlich nicht. Die Wirkung der Nachtsicht variiert je nach Helligkeit in der Nacht selber. Der 3 Zoll IPS fortschrittliche Bildschirm ermöglicht es uns, die Dashcam einfach zu bedienen und zu kontrollieren, sowie Momente jederzeit und überall zu überwachen und wiederzugeben. Dies macht es zu einem großartigen Produkt, das dann sehr sinnvoll ist. Wir haben alles dabei, was man braucht zum Starten. Okay? Die Karte, der MicroSD-Karte mit 32 GB ist dabei. Kann aber abgegradet werden, denn 32 GB, vor allem bei 4K, ist die recht schnell voll. Die Start-Stopp-Automatik mit Ein- und Ausschaltautomatik des Autos. Das heißt also, wir machen das Auto an, dann geht die Kamera an, dann funktioniert sie. Die Funktion zur Endlosschleife überschreibt dann automatisch die ältesten ungesperrten Videos, um Platz für neue Eindrücke zu schaffen. Auch sehr sinnvoll, um nämlich dann auch mit den 32 GB auszukommen. Mit dem eingebauten G-Sensor kann die Dashcam plötzlich Vibrationen und Stöße automatisch erkennen und als Beweismittel speichern. Ne? Wenn wir dieses Video dann speichern und sperren wollen, müssen wir die Sperrtaste drücken, das aktuelle Video manuell zu sperren. So können wir also nachvollziehen oder verfolgen, was dort geschehen war. Wenn die Parküberwachungsfunktion aktiviert ist, zeichnet diese Audiokamera auch bei eingeschalteten Fahrzeug bis zu 6 bis 10 Mal, jeweils alle 30 Sekunden ein Video auf, nachdem die Vibration erkannt worden ist. Das ist auch ein effektiver Schutz, wenn wir nicht dabei sind. Und eine recht einfache Installation und eine einfache Bedienung. Sie ist voll ausgestattet,
alles dabei. Sie wird mit allem geliefert, was wir brauchen. Es gibt ein R&D, anpassbaren Schlüsselmenü-Navigation mit Tastendesign, Symbolen an den Seiten des Bildschirms. Ganz einfach ist das also durchzuführen. 4K Ultra HD der Dashcam, das virtuelle Eye Capture Everything. Uiuiui. Also das virtuelle Auge, dem entgeht nichts. Es ist FCCCE UKCA zertifiziert, kann demzufolge auch in Europa vertickelt werden. So, wir gucken uns an. iSeeker hat mir auch schon öfters was geschickt und ich muss sagen, das war bis jetzt alles okay. Ne? Da kann man nicht meckerle. So, hier Instruktionen in Englisch und Deutsch, in Schwarz-Weiß. Das reicht ja voll und ganz. Ne? Es steht alles abgeballert drin. Wir können auch hier sehen, der Verlageplan, wo wir es verlegen sollten, das Kabel am sinnvollsten. Man kann aber auch direkt über das Armaturenbrett runtergehen. Das ist euch natürlich überlassen, wie ihr das in eurem Auto lieber positioniert. Denn eine Verkabelung ist natürlich nötig. Was ist das denn? Eine Verkabelung ist natürlich nötig, denn wir brauchen Saft. Und der Saft, der kommt vom Zigarettenanzünder. Der Zigarettenanzünder ist ein 12 Volt Anschluss im Fahrzeug. Und das ist eigentlich bei allen Fahrzeugen vorne in der Mittelkonsole zu finden. Deshalb nutzt man diese Quelle auch sehr gerne. So, hier ist ein Klebefreund. Das heißt also, wir haben hier einen Klebefilm drauf, oder? Nee, Klebefilm haben wir nicht, aber Saugnapfprofil. Ne, wir removen diesen Protective Film und können das dann hier locken. Dadurch wird das gekrümmt, wie ihr sehen könnt. Dadurch wird ein Vakuum nämlich erzeugt, was die Kamera mit der Halterung dann in Position hält. Wir haben einen USB-C zu USB-A-Freund am Start. Wir haben hier einen kleinen Hebel. Der Hebel ist dafür da, um unsere Verkleidungen im Auto etwas zu lösen, um dann das Kabel zu verlegen. Sehr sinnvoll, dass ihr das da reinpacken. Hier haben wir ein SIM-Card Extraction Tool, um nicht die SIM-Karte rauszuholen, sondern die Micro-SD-Karte. Und hier Kabel mit USB-C und mit Zigarettenanzünder-Dock und da auch noch einem USB-A-Port mit dran. Das heißt also mehr Wert am Zigarettenanzünder, wenn wir es verbaut haben. So, Kamera, sehr kompakt, wie ihr sehen könnt. Sie sieht aus wie ein kleiner Fotoapparat. Wirklich ein süßer kleiner Fotoapparat, so sieht sie aus. Ganz kompakt, ganz klein, fällt also kaum ins Gewicht, ist leicht, fällt also auch kaum ins Auge. Dann an den Seiten haben wir Tasten. Hier haben wir den SD-Port, Micro-SD-Karte ist drin. Ne, darauf wird gespeichert, kann entnommen werden und ausgelesen werden, zum Beispiel. Dann haben wir hier ein Screen. Und hier oben haben wir sogar die Möglichkeit, Audio aufzunehmen. Hier unten Typ-C-Anschluss. Das heißt also, wenn wir eine Typ-C-Verkabelung haben, beziehungsweise diese Verkabelung nutzen, kommen wir auf den Typ-C-Port. Und hier kann man das dann einfach einrasten, indem man das zur Seite rein slidet. Und dann ist es schon drin und kann auch wieder entnommen werden. Also echt schön, einfach und simpel, aber effizient. Denn es passiert immer wieder was, vor allen Dingen auf der Straße. Und da können wir dranballern. Also es ist eine ganz einfache, schnelle Methode zur Videoanzeige. Also wir können dann sofort Wiedergabe machen, direkt auf der Autokamera. Oder wir holen uns ein Micro-SD-Card am Computer oder Kartenleser, ziehen uns da dann die Videos rein. Dann können wir die Autokamera über das mitgelieferte USB-Kabel an uns oder mit dem USB-Kabel an den Computer anschließen und dadurch direkt dann auch die Daten herausziehen. Das ist auch möglich. Also so habt ihr immer die beste Möglichkeit, dort dran zu bauen. iSeeker 4K Dashcam und es ist die ID400. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir positives Feedback und bis zum nächsten Mal. So.